ein Stück an, die ist aus rein geldtechnischen Gründen von uns erwogen worden. Zunächst mal erwogen worden und dann in der Presse habt ihr eine wahnsinnig gute Kritik gekriegt und vor allen Dingen auch von einer Seite, die euch vielleicht vorher nicht gekannt hat. Das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, das ist wahr. Das sehe ich auch. Ich sehe es, dass also viele Leute, nur speziell in Hamburg, aber dass uns also viele Leute was von uns mitgekriegt haben, die sonst nichts davon mitgekriegt hätten. Das ist richtig, aber es ist trotzdem. Ich würde ungern mit dem Stück auf Tour gehen, um meine Schande in die Welt zu tragen. Ich finde den ganzen Rest von dem Stück nach wie vor unmöglich. Also mein persönliches Selbstverständnis oder mein unserem Selbstverständnis ändert es nicht, ob es jemand anders als Rock, Avantgarde oder als schlicht als Avantgarde oder als Krach oder als Muskels bezeichnet. Also kannst du es halt nur Dachdecker haben gesagt. Ja, im Schutz von beiden Ohren, ne? Aber nicht allein. Ne? Ja. Wunderbar, danke schön. Bewusst zerstören die Neubauten Konventionen und Regeln der Musik, um aus dem entstehenden Chaos einen neuen Begriff von Musik zu schaffen. Trotz möglicher Vergleiche mit der Avantgarde distanzieren sie sich von dieser und anderen Einordnungen. Das sehr oft benutzte Wort ist die Haltung. Das ist ein schöner Punkt, ja. Und zwar hast du mal gesagt, dass sie eindeutiger Haltung bezieht als die Avantgarde. Was heißt denn das? Ja, die konventionelle Avantgarde ist ja mehr harmlos einfach. Also von mir aus scheint, als würde sie musikalische Konventionen antasten. Das hat sie bestimmt auch irgendwann mal, aber sie hat keinen offensichtlichen Bezug zu irgendeiner Lebenssituation, insbesondere nicht zu einer Lebenshaltung. Denke ich, sie kommt in die klassische Avantgarde, das kommt auch wie die andere klassische Musik, ist immer noch ein ziemlich esoterischer Ausdruck. Und das, was ihr macht, findest du nicht so esoterisch? Finde ich nicht. Finde ich nicht, nein. Wahrscheinlich wenig visuellen Seiteneffekt irgendwie. Und den visuellen Seiteneffekt, den man ihnen versucht hinzuzufügen, den fügt man ihnen wirklich zu. Das sind Videoclips. Und wenn ich Platten mache, dann mache ich Platten. Aber ansonsten, ich verstehe in erster Linie uns immer noch als eine live spielende Band. Und einer live spielenden Band braucht man meiner Meinung nach keinen visuellen Aspekt hinzufügen, weil sie den so oder so hat. Also mit einer wirklich live auf der Bühne lebende Band braucht man das nicht hinzufügen. Ich sehe uns in dem Punkt mehr als ein Musiktheater, als ich uns als eine normale, langweilig auf der Bühne stehende Band, die ihre Instrumente bearbeitet. Mhm. Und die Konzertmitschnitte, würdest du die als adäquat? Ich weiß nicht, nee. Also wann immer wir können, versuchen wir sie zu verhindern. In der Regel. Was verstehst du unter Musiktheater, wenn du dich als Liveband verstehst? Das ist einfach nur so ein Definitionsspiel, mit dem ich da arbeite. Wenn ich hier vor der Wahl stehen würde, uns jetzt als normale Band zu bezeichnen oder zu sagen, wir sind eine Theatergruppe, würde ich es vorziehen, uns als Theatergruppe zu bezeichnen. Filmregisseur Sogo Ishii einen einstündigen Film gedreht. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? 50 Minuten. Schlechte Länge, kann man nicht verwenden. Wir hatten uns den ausgesucht. Ich habe ihn mal getroffen in Berlin beim Filmfestival. Ich habe einen Film von ihm gesehen, habe ihn dann getroffen und man konnte auch kein Englisch, hat nur gesagt, next film more Neubauten, next film more Neubauten. Und als wir in Japan waren, habe ich dann halt gedacht, das wäre vielleicht der Richtige, um das mit uns zu machen. Und das hat sich auch bewahrheitet.
Und die Tanzgruppe, wie spricht sich das aus? Byakusha. Der weiße Tiger. Das ist ein Bhutto-Theater aus Kyoto. Das sind nicht eigentlich Tänzer. Normalerweise Bhutto-Theater zeichnet sich nur dadurch aus, dass sie fast immer vollkommen nackt auftreten. Also es ist nicht die einzige Bhutto-Theatergruppe, da gibt es viele, aber sie haben meistens keinerlei Requisiten, treten nackt auf und sind irgendwie vollkommen weiß geschminkt und haben meistens nur schmerzverzerrte Gesichter. Das ist so das Grundsätzliche, was ich darüber weiß. Videoclips finde ich in erster Linie bescheuert, weil also die stilistischen Mittel, mit denen sie gemacht werden, in erster Linie einfach nur auf einer puren Effekthascherei beruhen. Es sind rasante Schnitte ohne jeden Grund oder so und es ist ein Haufen optische Spielereien und so und das haben wir versucht zu vermeiden. Wir haben zwei Stücke aus dem Film. Wir haben uns das Recht aus dem Vertrag, als wir den Film gemacht haben, ausbedungen, dass wir insgesamt, glaube ich, 10 Minuten oder 2 Stücke verwenden dürfen. Und das daher kommt es, dass wir eben diesen sogenannten Videoclip haben. Das eine Stück, das heute ist, einfach nur ein Live-Stück durch irgendwie mit Schnitten und mit mehreren Kameras professionell aufgenommen, gemischt und alles. Und das andere ist das ZNS, was du gesehen hast, mit dem Byakusha drin. Und das ist aber immer noch, denke ich, geht es mehr in die Richtung, als einfach das ganze Konzept für den Film war das auch, mehr eine gefälschte Dokumentation zu machen, als ein Videoclip, der nur versucht, irgendwie Effekte einzusammeln.